Willkommen zurück. In diesem kurzen Video geht es jetzt noch einmal um die Air-Code-Chunks und zwar um globale Optionen für Air-Code-Chunks. Das klingt jetzt wieder super kompliziert, aber da steckt im Grunde was sehr, sehr Einfaches hinter. Bleiben Sie einfach dran. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir bei jeder Chunk zum Beispiel dieses Echo gleich False angegeben haben, weil wir nicht wollten, dass der Air-Code gezeigt wird, sondern nur das Ergebnis. Anstatt das bei jeder Chunk einzeln zu machen, können wir das auch einfach einmal zentral machen. Zusätzlich dazu, dass wir uns damit Tipparbeit sparen, liegt ein weiterer Vorteil darin, dass wir praktisch während der Entwicklung für unseren eigenen Gebrauch immer alle Codes, Fehler und so weiter anzeigen lassen können. Und für eine Version, die geschickt wird, da können wir das einfach ausblenden. Das heißt, für uns, für die Entwicklung, ist es natürlich noch nützlich, Fehler und auch den Code zu sehen, aber der Vorstand, den interessieren in der Regel nur die Ergebnisse. Für Ihre Bachelorarbeit, Masterarbeit oder für irgendeine Hausarbeit haben Sie das immer im Hinterkopf. Sie können am Anfang das für sich komplett so machen, können Fehler anzeigen, können sich den Code anzeigen lassen und dann die Version, die Ihnen am besten und am sinnvollsten erscheint, zu Ihrem Chef, zu dem Doktoranden, Doktor oder Professor schicken. Diese globale Einstellung im R-Code in Ihre R-Chunk, die können Sie einstellen mit Nitter, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann sehen Sie hier Opts-Chunk, Dollarzeichen Set. Für alle Optionen setzen wir jetzt Echo gleich False. Jetzt haben wir hier zusätzlich noch den Tipp, dass wir eine Hilfsvariable erzeugen, um alle Anzeigen gleichzeitig zu schalten. Um gleichzeitig Fehler zu sehen, Messages zu sehen, Errors zu sehen und auch Echo zu sehen. Und die Hilfsvariable nennen wir jetzt einfach alles zeigen. Wenn das wahr ist, dann ist das noch unser Dokument. Wenn wir das jetzt auf falsch setzen, auf false, dann ist das das Dokument, was wir vielleicht abschicken möchten. Wir aktivieren wieder das Paket und dann der Befehl, den wir eben schon gesehen haben. Hier dann die jeweiligen Optionen für den Chunk und hier unsere Variable. Alles zeigen, wo im Grunde einfach nur true hintersteckt. Sie können natürlich, das steht hier unten, äquivalent auch einfach alles zeigen auf false setzen, wenn Sie dann ein Zieldokument ohne Code, Fehlermeldung und so weiter haben möchten. Also das Dokument, was dann an Ihren Vorgesetzten, an Unternehmen später geht, oder das Dokument, was Sie für die Bearbeitung vorher nutzen. Davon ist es abhängig. Schauen wir uns dazu jetzt auch wieder ein Beispiel an. Das ist unser Beispiel. Das R Markdown-Dokument hier, das hat den Namen globale Opt. Und Sie sehen hier oben eine Code-Chunk. Da haben wir Include gleich False. Wir setzen alles zeigen jetzt gerade noch auf False. Und hier setzen wir dann alle Optionen, die wir so nutzen möchten, auf diese Variable. Das sehen wir hier. Wir könnten natürlich äquivalent das weglassen und dann hier separat immer Echo gleich False, Error gleich False, Warning gleich False und so weiter eintippen. Spart Ihnen einfach nur jetzt ein bisschen Arbeit, wenn das für alle die gleiche Ausprägung annimmt, also für alle False ist oder für alle True ist in Ihrem finalen Dokument. Und hier haben Sie jetzt noch einen Beispielschrank mit einer Grafik angegeben. Sie sehen hier, wir laden unseren Datensatz, meine Daten, und wollen jetzt ggplot2 laden, um eine Grafik zu erzeugen. So, und auf den nächsten zwei Folien haben wir jetzt einmal das Ganze ausgeführt für alles zeigen gleich true und einmal für alles zeigen gleich false. Da sehen Sie hier als erstes für alles zeigen gleich true. Das sieht dann so aus, hier haben wir Beispielschrank mit einer Grafik. Hier sehen wir dann direkt das, was wir gemacht haben. Wir haben die Datei geladen, das Paket aktiviert und dann haben wir unsere Grafik erzeugt. Und wir sehen dann hier für alles zeigen gleich False, da sieht das Ganze dann so aus. Und da kriegen wir jetzt einfach nur das Ergebnis angezeigt, die Grafik selbst. Gehen wir einmal wieder in R rüber und schauen uns das live an, was da passiert. Wir wissen, dieses Dokument möchten wir nutzen. Jetzt haben wir das Ganze noch auf True stehen, dass alles angezeigt werden soll. Führen das aus und jetzt sehen wir hier, gibt es ein Problem. Wir haben eine Warnung. Warum haben wir wohl eine Warnung? Sie können sich es denken, ich habe den Pfad noch nicht angepasst. Machen wir es kurz. R-DS. Wir führen es wieder aus.
und Sie sehen, funktioniert. Jetzt setzen wir alles zeigen auf false. Können wir auch einfach nur F schreiben. Für true könnten wir auch einfach nur T schreiben. Das ist die Kurzform. Und dann sieht das Ganze so aus. Also hat alles super funktioniert. Was haben Sie jetzt also in diesem kurzen Vorlesungsvideo gelernt? Sie wissen jetzt, wie Sie globale Optionen für diese Codechunks einstellen und da immer an diesen Tipp denken, am besten eine Hilfsvariable generieren, die alles gleichzeitig auf false oder auf true setzt. So sparen Sie sich wieder ein bisschen Tipparbeit. Und wenn Sie das ganz am Anfang von Ihrem Dokument machen, dann können Sie das einfach immer wieder, je nachdem, wer dieses Dokument bekommt, umstellen. Wichtig ist, dass Sie halt diesen Befehl richtig nutzen, dass Sie also erst einmal das Knitter-Paket laden bei Library Knitter oder direkt schreiben Knitter Doppelpunkt Doppelpunkt, das funktioniert genauso, und dann diesen Befehl opts-chunk-$set und dann alles da an Optionen einfügen mit Ihrer Hilfsvariable. Also Echo gleich, zum Beispiel alles zeigen, Error gleich alles zeigen und so weiter. Viel Erfolg dabei!